freue mich, dass ihr wieder dabei seid, um euch mit mir ein paar schöne, sehr gut erhaltene Kaiserreichmünzen anzuschauen, die in den vergangenen Monaten einem sogenannten Grading unterzogen wurden, also einer Münzeinstufung. Und egal, ob ihr euch für Grading interessiert oder nicht, es folgen jetzt ein paar wirklich prächtig erhaltene Silbermünzen aus dem Deutschen Kaiserreich. Es geht los mit einer sehr seltenen 5-Mark-Münze aus dem Königreich Württemberg, hier mit dem König Wilhelm drauf zu sehen, aus dem Jahr 1899 mit dem Münzzeichen F. Diese Münze hat beim Grading eine Bewertung von MS61 bekommen. Das ist jetzt am unteren Ende des MS-Spektrums und ich denke, ihr seht hier auch schon auf den ersten Blick, woran das liegen könnte, wenn man genau hinschaut. Diese Münze ist prächtig, sie ist wirklich schön erhalten, diese Tönung ist toll. Man sieht aber einige Kratzer im Gesicht vom König, daneben auch. Und solche Kratzer fallen bei der Bewertung negativ ins Gewicht. Trotzdem natürlich ein schöner Gesamteindruck. Und was wichtig ist, um im MS-Bereich zu landen, also im Mint-State-Bereich, im Stempelglanzbereich, muss die Münze ihren ursprünglichen Prägeglanz erhalten haben. Und das seht ihr, wenn ich jetzt die Münze hier etwas kippe, dann seht ihr hier dieses Lichtspiel, was auf der Münze passiert. Das ist der, auf Deutsch nennt man es ja Wagenrad-Effekt oder im Englischen Cartwheel-Effekt. Wenn der in irgendeiner Form noch sichtbar ist, hat die Münze noch das Anrecht auf eine MS-Bewertung. Hier auf der Wertseite sieht man es noch deutlicher, dieses umlaufende Licht, wenn man die Münze kippt. Also hier immer noch eine wirklich gute Erhaltung mit MS61. Gehen wir weiter nach Preußen. Diese Münze, das ist die 3-Mark-Münze aus Preußen, anlässlich der Universität, der Jahrhundertfeier der Universität Berlin. Ein recht häufig zu findendes Stück, 3 Mark 1910, hier mit MS63 bewertet. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Spezialität, und zwar ist das hier die 5-Mark-Münze aus dem Jahr 1911 zu Ehren des bayerischen Prinzregenten Luitpold, der hier gewürdigt wurde zu seinem 90. Geburtstag. Und wenn ich diese Münze kippe, dann werdet ihr sehen, da sind zum einen ziemlich viele kleine Kratzer drauf. Das lässt schon mal darauf erachten oder das lässt schon mal erwarten, dass diese Münze jetzt nicht mit 70 oder 69 bewertet wird. Ihr seht aber auch einen sehr starken Cartwheel-Effekt, also Wagenrad-Effekt. Und manche von euch werden sich fragen, ist diese Münze noch Stempelglanz oder ist das schon polierte Platte? Diese Frage hat sich wohl auch NGC gestellt oder die Grader. Und sie haben gesagt, das ist eine Stempelglanzmünze oder eine BU, eine unzirkulierte Münze, die allerdings proofähnlich, also polierte Platte ähnlich aussieht. Und deswegen wurde hier das Grade festgesetzt auf MS63PL für Proof-like. Das ist also eine besondere Bezeichnung hier, um deutlich zu machen, dass das hier keine PP-Münze ist, aber eine Qualität, die an polierte Platte erinnert. Es ist theoretisch auch möglich, dass diese Münze als polierte Platte geprägt wurde und stark abgenutzt ist, aber in diesem Fall glaube ich schon, wenn man diese Münze in echter polierte Platte kennt, dann wird man mit dem Grade übereinstimmen, was NGC hier gesetzt hat, und wird feststellen, dass diese Münze nicht polierte Platte ist, aber eine wirklich feine Stempelglanzausgabe, also MS63PL. Dann 5 Mark 1988 Friedrich der 99-Tage-Kaiser, eine sehr beliebte Münze beim Grading und beim Sammeln allgemein und eine anspruchsvolle Münze beim Grading, denn diese Münze hat viele freie Flächen, hier links und rechts, und ihr seht auch schon viele kleine, minimale Fehlerchen, Kratzerchen, also auch hier wieder ein Kratzer, aber auf der anderen Seite hier auch wieder der Wagenrad-Effekt, dieser Glanz, das heißt also, auch wenn ihr lernen wollt, wie man Grades festlegt, wie man Münzen einstuft,
dann immer zuerst die Münze kippen und feststellen, okay, sie hat noch diesen Wagenrad-Effekt, also ist sie eine MS-Münze. Und dann gucken, hat die Münze viele kleine Kratzer, hat sie die in zentralen Bereichen, das ist hier sicherlich der Fall, auch hier im Gesicht vom Kaiser. Und das Gesamtergebnis hier MS63 Plus. Das Plus ist ein Zeichen, was die Grader vergeben dürfen, wenn sie eine Münze für besonders gut erachten für eine bestimmte Kategorie. Das heißt, der Grader möchte hier sagen, diese Münze ist MS63, aber sie ist im Spektrum von MS63 im oberen Bereich und sie ist knapp unterhalb des 64er-Bereichs. Also das darf man gerne so zur Kenntnis nehmen und das sorgt auch für Wertaufschläge beim Weiterverkauf. Ansonsten, wenn man sich diese Münze nochmal genau anguckt, sie ist wirklich toll erhalten. Hier das Brustschild, das Adlerschild ist fast unversehrt. Es sind wirklich aus meiner Sicht eine Anzahl vieler kleiner Kratzer, die hier für diese Einstufung sorgen. Gehen wir weiter. 3 Mark 1908 aus Lübeck. Das ist eine Münze, die mir besonders Freude bereitet, für mich als Norddeutschen. Und hier auf den ersten Blick könnte ich mir vorstellen, dass ihr euch gleich wundern werdet, welche Bewertung diese Münze hat, weil sie ja doch schmutzig ist hier am Rand, irgend so grünliche Ablagerung. Aber die fallen beim Grading gar nicht so stark ins Gewicht, wenn die eigentliche Münze gut erhalten ist. Und da muss ich sagen, da haben die Grader aus meiner Sicht gut hingesehen und haben sich nicht beirren lassen von diesen, von diesen Ablagerungen, denn eigentlich hat diese Münze nicht viele Kratzer und deswegen ist am Ende ein Gesamtergebnis von MS64 dabei rausgekommen, was aus meiner Sicht in diesem Fall auch angemessen ist. Ja, und abschließend möchte ich diese kleine Schau von Kaiserreich Münzen mit einer etwas selteneren 3-Mark-Münze aus Mecklenburg-Schwerin aus dem Jahr 1915, also schon während der Kriegszeit hergestellt, hier mit dem Doppelporträt, mit auch wieder einem kleinen Fleck, aber ansonsten wirklich gut erhaltenen Flächen, klar umrissenen Details. Wenn man genau durchzählt, wird man schon so einige kleine Kratzer finden. Deswegen das Gesamtergebnis MS64 Plus an dieser Stelle. Ja, und mit dieser kleinen Münzenschau möchte ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, egal ob ihr Grading-Freude seid oder nicht. Hier, für mich war es wieder mal eine große Freude, diese ganzen schönen historischen Kaiserreichmünzen mir etwas genauer anzuschauen. In diesem Sinne viel Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim nächsten Video und bis bald.